Du möchtest beim Stream oder generell beim Pokémon-Spielen dein Team komplett automatisch anzeigen lassen? Kein Problem, ich hab dich, ich zeig dir, wie das Ganze funktioniert. Das Tool, was ich euch heute vorstelle, heißt Pokelink und mir als Streamer erleichtert es wirklich massiv das Leben, aber ich möchte dazu sagen, Leute, es ist nicht nur für Streamer, sondern generell für Leute, die gerne Pokémon spielen und ihr Spiel gerne aufs nächste Level heben wollen. Bevor ich euch die Einzelheiten zu Pokelink zeige, zeige ich euch erst einmal, wie ihr das Ganze bekommt. Wir sind jetzt einmal auf dem Discord-Server von Pokelink. Der Link dazu ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Und das, was uns interessiert auf dem Discord-Server, ist der Public Release. Weil hier sind immer die aktuellsten Versionen von Pokelink zum Download verfügbar. Komplett kostenfrei, Leute. Also ich nutze es auch schon seit längerer Zeit und es ist komplett kostenlos. Hier könnt ihr natürlich auch noch, habt ihr Support, dass wenn ihr eine Frage habt oder Probleme, könnt ihr es auch reinschreiben. Bugs könnt ihr melden. Ihr könnt zum Beispiel auch Hilfe bei euren Layouts bekommen. Also das finde ich wirklich ziemlich genial, wie der Jessabel und seine Mitarbeiter da mit den Leuten umgehen. Also ihr bekommt da, wenn ihr Probleme habt, auch immer eine Hilfe. Solltet ihr Probleme haben, könnt ihr natürlich auch gerne mich anschreiben, weil Jessabel und die Mitarbeiter sind englischsprachig. Das heißt, falls ihr nicht so gut in Englisch seid, könnt ihr auf jeden Fall auch immer mich privat anschreiben. Ich helfe euch da natürlich auch sehr gerne. Einfach gucken, wo ich online bin und mich mal anstupsen. Aber wir sind, wie gesagt, bei Public Releases. Und hier könnt ihr dann einmal raufklicken und zum Download gehen von Pokelink. Wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, empfehle ich euch natürlich, das zu installieren und an einem Ort, wo ihr es wiederfindet, abzulegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Datenträger C, Stream, Pokelink. Und hier seht ihr dann mein Pokelink und ja, ihr solltet es auf jeden Fall ablegen, wo ihr es findet. Und was ich euch nicht rate, ist, das Ganze als Administrator auszuführen. Weil wenn Pokelink mal gehackt werden sollte und ihr es als Administrator ausführt, kann es sein, dass ein Fremder ganz schön tiefe Zugriff auf euren Rechner hat. Ansonsten, wie gesagt, benutze ich das Programm schon seit 3 Jahren, hatte damit noch nie Probleme. Aber nicht als Administrator ausführen, bitte, sondern nur als normaler Nutzer. Okay, wenn das Ganze bei euch dann so aussieht, dann könnt ihr Pokelink ruhig mal öffnen und euch mal selber grob durchklicken. Aber ich zeige euch natürlich so die wichtigsten Sachen, die zu beachten sind bei dem Programm. Pokelink hat allerdings einen einzigen Haken. Und zwar funktioniert das Ganze nur am PC. Und um Pokémon-Spiele auf dem PC zu spielen, braucht ihr einen Emulator und die dazugehörige ROM des Spiels. Und ROMs gelten offiziell nur als Sicherheitskopie. Also man darf es legal spielen, wenn man die Original-Hardware besitzt. Ich zum Beispiel heute zeige euch das Beispiel an Pokémon X und Y. Also ich habe hier die beiden Originalspiele und natürlich auch ein 3DS. Also es ist in meinem Fall jetzt eine Sicherheitskopie. Und ich rate euch natürlich davon ab, das Ganze zu nutzen, wenn ihr die Original-Hardware nicht besitzt. So sollte das Ganze jetzt bei euch aussehen, außer dass ihr natürlich keinen aktuellen Spielstand habt. Das ist aus einer Randomizer-Nuzlocke aus meinem Stream. Deswegen wird es bei euch ein bisschen leerer aussehen. Aber wir starten jetzt einfach mal oben rechts mit einer neuen Session. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel eingeben, Pokémon Y, Moment, Y. Dann gehen wir auf, ihr könnt jetzt automatisches Teammanagement machen oder manuelles Teammanagement. Ich würde euch da empfehlen, automatisch. Und als nächstes habt ihr dann die Spielauswahl. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einmal hier hingeht, Einzelspieler, könnt ihr quasi auch manuell aussuchen, welches Spiel ihr gerade spielt. Also von Gen 1 bis Gen 9 ist alles vertreten. Aber ihr müsst euch jetzt nicht die Sorgen oder die Gedanken machen, welche Version ihr gerade spielt. Ihr könnt einfach auf Autodetect gehen. Ich habe hier einmal den ROM, das Spiel von Pokémon Y. Könnt ihr einfach hier reinspielen. Er erkennt sofort alles, was wichtig ist am Spiel. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr, Moment, noch ein bisschen größer, bestätigen. Versucht den Emulator zu erkennen. Jetzt ist wichtig, Leute, dass ihr euren Emulator laufen habt. Ich habe meinen jetzt gerade schon die ganze Zeit an, also ich kann euch das gerne einmal zeigen. Also mein Emulator läuft die ganze Zeit, deswegen hat er ihn sofort erkannt. Ihr werdet hier quasi an der Stelle schon vom Programm selber an die Hand genommen und durch die einzelnen Schritte durchgeführt. Jetzt, wo der Emulator das Spiel erkannt hat und euer Emulator läuft, könnt ihr auf Next gehen. Was ihr hier eingibt, ist relativ egal. Ich habe hier noch nie was geändert. Geht auf Beginn und dann habt ihr schon mal das Grundgerüst für Pokelink am Start. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, zeige ich euch mal grob, was das Programm alles kann. Und zwar könnt ihr, wenn ihr streamt, eure Orden anzeigen. Allerdings nicht vollautomatisch, sondern ihr müsst sie immer aktivieren. Sobald ihr einen Orden habt, könnt ihr ihn dann anklicken. Ja, den habe ich und könnt es auch für eure Zuschauer anzeigen. Wenn ihr jetzt selber nicht streamt, ist es trotzdem ganz nett, finde ich, wenn ihr ein Overlay euch selber zusammenbastelt und auch immer aktuell anzeigen könnt, welche Orden ihr bereits habt. Nachdem Pokelink gestartet ist, kommt natürlich der wichtige Part, und zwar euer Pokémon-Team. Weil wofür nutzen wir dieses Programm? Natürlich, um unser Team hochaktuell anzuzeigen und ohne selber manuell immer die Pokémon-Sprites einzufügen. Und ich nehme natürlich im Pokémon Y das einzige Pokémon, was man am Start nehmen kann, und zwar Froxy. Ich benenne mein Froxy natürlich, und zwar, das ist mein Froxy aka Video-Like, nicht vergessen. Bist du mit Video-Liken als Spitznamen zufrieden? Sehr.
So, jetzt glaube ich, müssen wir noch eine Runde kämpfen. So, jetzt haben wir schon mal den Pokédex und dann zeige ich euch natürlich auch gleich, wo unser Pokémon angezeigt wird. So, ihr habt ja gesehen, dass ich mich gerade für Froxy entschieden habe. Und hier seht ihr jetzt auch in Pokélink, dass Froxy bereits angezeigt wird. Und das Gute ist, dass ihr nicht nur seht, dass ihr einen Froxy habt, sondern ihr erkennt da wirklich so ziemlich alles. Und zwar ist es Level 5, Fähigkeit Torrent, Wesen hat ein neutrales Wesen, Kraftreserve wäre eine Bodenattacke, wenn er Kraftreserve hat. Also ihr erkennt hier wirklich viel. Was ihr auch noch anzeigen könnt, ist, was ihr nicht wissen wollt vom Pokémon. Zum Beispiel die KP-Leiste. Wenn ihr die KP-Leiste nicht anzeigen wollt, könnt ihr die wegmachen. Aber ich finde, die KP-Leiste ist zum Beispiel relativ wichtig. Ihr könnt den Sprite ausschalten. Sehe ich aber jetzt nicht so den Sinn dahinter. Deswegen Sprite möchte ich ganz gerne wissen. Möchtet ihr wissen, wann euer Pokémon das nächste Level abmacht? Ihr könnt hier quasi Erfahrungsleiste noch. Die Form ist relativ egal, weil es keine hat. Ein getragenes Item kann man noch mit anzeigen, ob es eins hat oder nicht. Die Fähigkeit finde ich jetzt auch nicht so interessant. Das Level ist mir wichtig. Geschlecht könnte man noch mit dazu nehmen. Also ihr seht, ihr habt hier wirklich komplett, ja, ob es ein Pokéross hat, ja oder nein, hat es jetzt nicht. Getroffen könnt ihr auch, wo ihr es getroffen habt. EV, DV-Werte, also sehr, ihr könnt hier wirklich sehr tief ins Detail gehen mit dem Pokémon, welche Werte ihr wissen wollt. Ist das Pokémon zum Beispiel sehr gut, wenn ihr eine Hardcore-Run macht, wollt ihr jetzt zum Beispiel eine Hardcore-Nuzlocke oder eine Hardcore-Challenge machen, dann ist natürlich alles wichtig, wie EV, DV, das Wesen, die Fähigkeit. Und das könnt ihr hier alles, sobald ihr das Pokémon im Team habt, alles einsehen und im Notfall jetzt neu starten, wenn euch das Pokémon nicht gut genug ist. Aber jetzt fürs Video würde ich sagen, machen wir erstmal die Grundformen, die mir wichtig sind. EV, DV sind jetzt nicht wichtig, wenn ich das Spiel ganz normal durchspielen möchte, sondern wirklich nur optisch schön anzeigen möchte, was ich für Pokémon in meinem Team aktuell habe. Und dafür würde ich sagen, reicht Froxy erstmal so. So, jetzt haben wir unseren Starter und ich würde sagen, ich fange jetzt mal eben 5 weitere Pokémon, um euch zu zeigen, wie das ganze Team dann aussieht und wie wir das im nächsten Schritt dann in OBS selber einfügen, damit ihr euer Team immer live begutachten könnt. So, der heißt nämlich Abonnieren. Ja, also wie ihr seht, Leute, ihr könnt euch euer ganzes Team angucken, könnt gucken, wann es sich entwickelt, was es für Schwächen hat, wie die Grundwerte sind der Pokémon und so könnt ihr euch jetzt euer eigenes Team zusammenbauen. Ein weiterer größerer Vorteil des Programms, den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar kennen ja von euch bestimmt viele Nuzlocks. Wenn nicht, habe ich hier mal ein YouTube-Video dazu gemacht, was Nuzlocks sind, weil ihr habt hier auf der linken Seite Nuzlocke-Tools. Und hier könnt ihr gucken, in Pokémon Y zum Beispiel, auf welcher Route ihr jetzt bereits ein Pokémon gefangen habt. Hier könnt ihr auch anzeigen, zeigt nur die Routen, die mir noch fehlen, also wo ihr quasi noch Encounter habt. Und das finde ich halt extrem genial. Ihr könnt den jetzt hier markieren. Ja, hier habt ihr eins gefangen. Meinetwegen, ihr könnt davor, wenn ihr sagt, okay, ich will die Städte nicht mitmachen, könnt ihr die Städte davor alle entfernen. Habt ihr getötet oder gefangen. Finde ich halt extrem genial, was man hier alles machen kann. Aber wie versprochen, Leute, zeige ich euch jetzt das Wichtigste. Und zwar, wie ihr euer Team wirklich anzeigt, weil das hier ist ein nettes Hilfstool, hier könnt ihr viel über die einzelnen Pokémon erfahren und wie ihr eure Nuzlocke gestartet, aber das, was wir alle wissen wollen, ist, wie kann man es jetzt in seinem Stream oder wenn ihr selber zu Hause zockt, wie kann man das Team immer in Echtzeit anzeigen und auch anzeigen, dass es wechselt eventuell und das zeige ich euch jetzt. Okay, das erste, was wichtig ist, ist natürlich, dass man das Spiel sieht, was ihr gerade spielt und dafür geht ihr einfach auf Plus, geht auf Fensteraufnahme, hier machen wir mal einfach ja, Spiel. Und dann müsst ihr einmal den Bildschirm anzeigen, wo ihr das Spiel habt. Ich gehe jetzt einfach mal auf Bestätigen. So, also die Streamer unter euch, die werden es natürlich kennen. Die Leute, die nicht streamen, für die ist es jetzt eigentlich eine Info. Ihr braucht eigentlich nur das Spiel. Ihr könnt ja noch den zweiten Bildschirm mit anzeigen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das reine Spiel funktioniert. Jetzt habt ihr das Spiel. Also ihr seht, das wird hier mit angezeigt. Und als nächstes, was wir brauchen, ist Pokélink selber. Und zwar, jetzt sind wir wieder bei Pokélink und wenn ihr jetzt auf Web Sources geht, dann seht ihr euer Team erst einmal. Weil ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir die Pokémon reinbringen und danach zeige ich euch auch noch, wie ihr die Badges, also die Orden selber mit reinbringt. Wenn ihr jetzt hier drin seid, könnt ihr auch auswählen, wie ihr das Ganze dargestellt haben wollt. Ich würde jetzt erstmal, nehmen wir mal Digital Hex. Das finde ich, sieht immer ganz cool aus. Jetzt ist euer Team so angestellt. Und hier seht ihr jetzt eine URL. Die kopiert ihr ganz einfach. Ihr seht, hat es sogar automatisch schon kopiert. Und wenn ihr das kopiert habt, dann müssen wir zurück zu OBS. Nachdem wir uns die Websource für unser Team geholt haben, geht ihr in OBS hier unten auf Plus, geht auf Browser. Browser einfach umbenennen, das ist ja unser Team. Also würde ich das jetzt erstmal Team nennen. Bestätigen. Dann fügt ihr hier die die Websource ein, die wir gerade kopiert haben. Und ich würde immer ein bisschen breiter nehmen. Und Höhe kann man auch nochmal variieren. Also müsst ihr euch manchmal ein bisschen rantasten, bis ihr das Passende gefunden habt.
Aber jetzt solltet ihr hier schon das Team sehen. Ihr könnt es natürlich noch größer machen, kleiner machen. Also es ist komplett euch überlassen, wie groß ihr euer Team anzeigen wollt. Aber das ist erstmal so das Grundwissen, was ihr braucht, um euer Team anzuzeigen. Und der Vorteil ist, wenn wir jetzt einmal schauen, wenn wir unser Pokémon-Team wechseln. Also jetzt ist ja zum Beispiel Abonnieren vorne, da Tiri ist Zweiter. Wir tauschen jetzt mal Froxy an letzter Stelle mit dem Pokémon an erster Stelle. Dann seht ihr, dass ich nichts weiter mache und das Team komplett automatisiert sich aktualisiert hat und neu angezeigt wird. Sollte euch dieses Layout oder wie es angezeigt wird nicht gefallen, habt ihr hier wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie ihr es am besten anzeigen könnt. Wir könnten jetzt zum Beispiel nehmen Trosei. Nehmen wir jetzt mal. So, dann seht ihr, wie es bei euch gleich aussehen würde im Overlay. Dann kopieren wir einfach die Websource. Wenn wir wieder in OBS sind, gehen wir auf Team und ergänzen einfach den alten Link durch den neuen. Und jetzt habt ihr euer Team neu dargestellt. Und das Geile ist, was ich euch ja gezeigt habe, ihr könnt hier quasi auch alle Informationen vom Pokémon mit anzeigen lassen. Also das sind jetzt wirklich nur die Grundinformationen, die ich sehen möchte. Aber ihr könnt da natürlich so viel anzeigen lassen, wie ihr wollt. Der nächste Schritt wäre, dass wir nicht unser Team anzeigen lassen, weil das haben wir ja bereits, sondern mal zu den Badge Sources gehen. Da sehen wir ja, welche Orden wir bereits haben. Und wenn ihr hier raufklickt, machen wir letztendlich in OBS nochmal das Gleiche, was wir beim Team gemacht haben. Wieder Browser, das ist jetzt aber nicht unser Team, sondern das sind unsere angezeigten Orden. Gehen auf Ja, die URL wird eingefügt, gehen wir wieder auf 2000 und 1000. Und jetzt sollten unsere Orden angezeigt werden. Da seht ihr sie schon, ihr könnt sie natürlich wieder größer ziehen oder kleiner. Und wenn wir jetzt mal wieder in Pokelink nachschauen, seht ihr auch, dass es sich hochaktuell immer aktualisiert, welche Orden wir quasi haben. Klicken wir den jetzt zum Beispiel weg, wegklicken, seht ihr, dass sie immer aktuell angezeigt werden oder auch wieder rausgenommen werden. Und das finde ich halt das Interessante, dass ihr wirklich in Echtzeit komplett euer Team anzeigen könnt, plus die Orden, die ihr habt. Allerdings, wie gesagt, bei den Orden müsst ihr manuell eingeben, welchen ihr bereits habt. Das war jetzt wirklich erstmal nur ein Grundwissen-Video, weil ich natürlich auch wissen will, wie gut es bei euch ankommt, das ganze Thema. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt, schreibt mir die auf jeden Fall gerne unten im Video in die Kommentare, damit ich weiß, zu welchem Thema ich noch ein weiteres Video machen könnte. Oder ob ihr sagt, Pokelink ist nicht so ganz euer Thema, aber wenn es euch gefallen hat und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt mir es auf jeden Fall, damit ich weiß, welchen Content ich da für euch aufnehme. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, euer Bubu.